Servus Leute, wir spielen heute LSPD FR Mod und wir gucken heute einfach mal, wie unser erster Tag verläuft. Und hier sehen wir auch schon unsere Uniform. Hier kann man sich so ein paar Sachen auswählen. Verschiedene Officers, was ich jetzt bisher gesehen hatte. Mir gefällt der erste hier ganz gut am Anfang. Wir gucken mal, was gibt es hier noch so. Ihn hier zum Beispiel. Ziehen wir ihn auch ordentlich an. Gibt es da noch mehr? Ja. Okay, also ein Abzeichen brauche ich auf jeden Fall. Na, Brille jetzt nicht unbedingt. Ah, so ein Hütchen könnte er aufhaben. So würde ich den erstmal lassen für unsere erste Schicht. Dann kommen wir auch gleich zu den Autos hier. Ja, also richtig schöne Autos für gerade nochmal. Ich habe jetzt keine weiteren Mods drauf erstmal. Also wirklich nur der FA-Mod und so die Basis-Mod, sage ich mal, die man so braucht, mit den verschiedenen Callouts noch. Bei Gelegenheit kommen dann ganz sicher auch noch die Fahrzeugmods dazu. Und vielleicht sogar noch die Uniform. Lass uns doch einfach mal hier bleiben. Er hat da so eine kleine Lightbar, die kann man da machen. Das kann man da wegmachen. Boah, das sieht doch ganz gut aus. Das sieht doch ganz nett aus. Den nehmen wir mal. So, da stehen wir auch schon. Ruckelt's kurz, es initialisiert ja alles. Jawohl. Also jetzt sieht man schon, die ganzen Mods sind jetzt geladen. Gucken wir uns am besten erstmal aus dem Auto ein bisschen an. Ja, unser erster Tag in Los Santos und wir schauen einfach mal, was wir hier so finden. Ja, hier sind wir jetzt schon. Jetzt sich gerade so ein Event aufgetan. Jetzt halten wir hier mal kurz an und fragen den einfach mal, was er da so macht. Er versammelt seine Jünger an sich anscheinend hier. Listen to me. Listen to me. Why don't you people listen to me? What's wrong with you people? Dispatch to all South Los Santos units. We've got a civilian requiring assistance in Chamberlain Hill. Ja, dann würde ich sagen, fahren wir erstmal zu dem Einsatz. Ich glaube, das ist jetzt ein bisschen wichtiger. One Adam 12. Respond code 3. So, Cons 3 haben wir. Das heißt, mit Sirene. Schmeißen wir sie gleich mal an. Also ein bisschen aus dem Weg müsstet ihr schon mal gehen hier. Das ist natürlich echt blöd. Die stehen da echt dämlich an der Ecke. Kann man den da irgendwie rüberziehen? Warte mal, Junge. So, jetzt geht's weiter. Wir sind hier auf unserem ersten Einsatz derzeit. Wir sollen anscheinend irgendeinem Zivilisten ein bisschen helfen und haben Code 3, das heißt mit Sirene anfahren. Dann schauen wir einfach mal, was der da uns von uns will in dem Moment. Oh, mal ein bisschen langsamer. So, wo ist der denn? Der ist irgendwo in der Mitte, glaube ich. Fahren wir einmal rum am besten. So, ist sie denn? Irgendwo oben. Also das ist jetzt hier nicht so die beste Gegend. Ich glaube, okay, hier geht's nicht lang. Hört sich so nach lauter Musik an, kann das sein? Gehe ich jetzt denn hier rein? Ja, wo geht's denn hier rein? Hier geht's nicht rein. Hier kann man rein. Ah, wunderbar. So, gute Dame, was ist denn hier los? Wir sehen aber auch schon heiß geliebt aus hier. Ja, bin ich verhaftet? Ja, wieso sollten Sie verhaftet sein? Das weiß ich jetzt noch nicht so ganz. Dann fragen wir sie doch gleich mal. Kann man die denn jetzt hier...
Ah, jetzt kann ich mit dir reden. Und fragen wir sie erstmal, wie sie heißt. Veronika Ternikova. Okay, dann gehen wir uns zu unserem Radio. Veronika Ter... So, so müsste es passen. Dann fragen wir mal durch, was die gute Dame los ist. Boah, nö, warum soll sie verhaftet sein? Also, verstehe ich jetzt auch gerade noch nicht. Sagen, ist eigentlich alles in Ordnung mit dir, aber wenn sie fragt, gell, nehmen wir sie auch gerne mit. Dann kommen sie mal mit, gute Frau. Ich helfe ihnen. Kommen sie mal mit. Jawohl. Immer schön herkommen. Lass mal die Kollegen direkt mal anrücken, dass sie die abholen können. Oh, der guckt aber auch kritisch hier. So, warten Sie mal kurz, ne? Die Kollegen sind gerade unterwegs. Mal gucken, dass sie nicht mein Auto schrotten hinten. Ach, gut ausgestattet. Das sieht aber auch anders aus. Ah, schick, ja. Schick, schick. Oh, na. Schön gegen den Zaun gedeppert hier nochmal. Gut, dann wäre die Frau in Gewahrsam. Das heißt, wir hätten unseren Auftrag hier erfüllt. Warum auch immer die festgenommen worden sollte, das ist mir noch ein bisschen Rätsel. Aber okay, nicht mein Problem, gell? Wir führen hier nur unseren Job aus. So, wir haben unseren nächsten Einsatz auf jeden Fall gerade hier. Der Kollege hat ja anscheinend ein Mobiltelefon am Ohr. Und dann gucken wir mal, dass wir den rüberziehen hier. Kurz signalisieren, dass wir ihn anhalten möchten. Jetzt sucht er sich anscheinend irgendwie eine Stelle. Mal gucken. Hier steht es ein bisschen uncool. Komm mal woanders hin. Muss doch nicht unbedingt mitten auf der Straße stehen, oder? Okay. Er steht mitten auf der Straße. Dann müssen wir das Ganze hier so ein bisschen absperren. Dann sperren wir das hier so ein bisschen ab an der Ecke. Zack. Ein bisschen was aufgestellt, dass uns keiner hinten reinrammelt. Dann fragen wir den Kollegen mal, was er dann so macht hier. Inside looks brand new. Okay. Er ist ein bisschen, oder sie ist ein bisschen nervös. Mal fragen wir sie mal. Erstmal ein Hallo. Dann fragen wir sie erstmal, wie sie heißt. Jess Freeman. Checken wir sie mal. Mal gucken, was dabei rauskommt. Das passt also alles. Und dann verwarnen wir die gute Dame und dann kann sie auch direkt weiterfahren. Handy am Ohr. Ja, einfach nur verwarnen, das passt schon. Wir sind ja von den Guten, gell? Dann heben wir mal unser alles wieder auf hier. Das aus. Alles weg. Wunderbar. Weiter geht's. Unit 1, Lincoln, 18. Citizens report a driver under the influence on La Porta Freeway. Jo, den nehmen wir doch mal an, den Job, gell? Dann würde ich sagen, Alkohol und Drogen, dann schauen wir mal, ob wir den nicht mal irgendwie mal von der Autobahn kriegen, da an der Ecke. Kommt hier gerade hoch, da fährt er auch schon. So, Kollege. Anhalten, bitte. Jawohl. Sehr schön. Schön stehen bleiben, gell? So, dann sperren wir hinter uns ab hier. Da kommt gerade keiner mehr durch. Will mal kurz zumachen. Nicht, dass die uns reinfahren hier.
Driver Influence, das heißt, wir nehmen uns mal die Waffe hier. Was haben wir jetzt da? Jawohl, Elektroschocker. So, Full Open Alcohol Container. Okay, das ist ja schon mal sehr interessant. Driver Scenes Anoint. Okay, also, sprechen wir mal mit ihm. Fangen wir mal für die ID. Wie heißen sie denn eigentlich? Also mal gegenchecken hier. Lily Anderson. So, dann checken wir die mal. Schauen, was da rauskommt. Also da ist nichts offen. Fragen wir mal die gute Frau, ob sie nicht aussteigen möchte. Sehr schön. So, dann machen wir mal einen kleinen Drogentest mit ihr. Zack, waiting for drug analyzer. Schauen wir mal, was sie so gut hat. Positiv auf Cannabis. Ja, ne, dann würde ich sagen, ich glaube, sie sind festgenommen. So. Braucht man noch eine Unit, die sich um das Auto hier kümmert? So. Haben wir jetzt hier direkt eine Einheit gerufen, die sich dann hier auf den Weg macht. Ja, wir sind hier rüber. Den machen wir mal auf hier. Können die wieder fahren. Und wo ist mein Tow Truck? Ja, der läuft da hinten rum. Man sieht ihn schon. Der fährt so ein bisschen in die falsche Richtung hier gerade. Ist aber nicht so das Problem. Jetzt gucken wir mal, dass wir hier die bisschen wieder an die Seite fahren hier. Sirene brauchen wir hier gar nicht. Hoppala. Wollen wir noch ein bisschen an die Seite. So. Wunderbar. Was ist denn los, Kollege? Fahr doch. Das rastet der Kollege aus hier. Was soll das denn? Ja, das war natürlich jetzt nicht so gut, ne? Von dem Kollegen hier. Komm mal raus, das Auto. Na toll. Ja, wo ist denn der Tow-Truck jetzt hin? Um Gottes Willen. Wer ist der denn lang? Das Auto steht da echt beschissen. Guck mal, ob ich das nicht so ein bisschen umparken kann hier. Dass das nicht die ganze Einfahrt hier platt macht. So. Steht das nicht mehr so im Weg. Und jetzt warten wir einfach mal kurz auf den Tow Truck. Ich würde sagen, dann machen wir hier noch ein paar Zeichen hin. Können wir hier mal ein bisschen mit unseren Mitteln spielen, die wir hier haben. Wir haben hier so Large Striped. Ja, den können wir mal hinstellen hier. Zack, jawohl. Ach, jetzt hat er den schon aufgeladen. Okay. Wollte ich gerade so ein bisschen aufbauen hier. Mal die Unfallstelle hier ein bisschen absichern. Können wir sie wieder wegmachen. Den auch weg. So. Wollen wir da fahren? So, da haben wir jetzt auch schon wieder den nächsten. Ein Drug Driver Event. Dann gucken wir uns hier noch gleich mal an den Kollegen hier. Ziehen wir ihn doch direkt mal raus. Mal kurz signalisiert, dass er anhalten soll. Einmal bitte rechts ranfahren. Wo willst du denn hin? Nee, hier ganz sicher nicht. Einmal weiterfahren will er. Wieso stehst du denn als auf der Kreuzung? Nein. Versuchen wir den mal hier. Bisschen weiter noch. Bisschen weiter noch. Und stopp. Naja, nicht schön. Aber selten würde ich sagen. Dann machen wir das mal hier in der Ecke. Da können sie alle drum herum fahren.
Wenn da wieder Drogen im Spiel sind, nehmen wir unseren Taser erstmal wieder. Bewusst-Alkohol-Container. Und der Fahrer ist ruhig. Sagen wir erstmal schon guten Tag, gell? Ich hätte gern mal den Ausweis. Lukas Taiwan. Okay, dann checken wir den mal. Da passt eigentlich alles. 2.2.98. So. Okay, einmal aussteigen. Wir machen den Drogentest. Jetzt los hier. Ah, da hat jemand einen Einsatz. Oh, Kollege, du siehst aber echt nicht mehr gut aus. Ich glaube nicht, dass du noch fahren kannst. Wir machen echt mal den Drogentest mit dir. Ja, ne? Positiv auf Kokain. Ich glaube, das war's für sie. Auch holen wir uns gleich mal eine Einheit her. Da abholen, bitte. Und das Fahrzeug kann auch weg. Roger. Da kommt auch schon so ein Truck, das ist super. Jawohl. Einwandfrei. Na, das war doch wieder einwandfrei, der Job hier. Und da ist die Renner aus, die brauchen wir nicht. Perfekt. Und weiter geht die wilde Fahrt, gell? Ja, da gibt einer ganz schön Gas. Da würde ich sagen, hängen wir uns dran. Wir sehen auf der kleinen Karte, ist er schon markiert hier. Der ist wirklich ziemlich flott unterwegs. Mal gucken, dass wir den noch kriegen hier. Oh, jetzt ist er rangefahren. Wollen wir nochmal gleich mal fragen, was das soll hier. Ah, hier kannst du stehen bleiben. Bleib stehen. Aber. Kollege? Stehen bleiben bitte. Wo möchtest du hin? Ja, ne? Verlassenes Fabrikgelände oder wie hier? Wen haben wir denn da? Driver seems drowsy. Okay, fragen wir nochmal. Erstmal den Ausweis bitte. Dankeschön. Alex Frost. Na, der Name ist so super. Checken wir gleich mal gegen. Da ist nichts gegen ihn. Er war ein bisschen zu schnell, das heißt, ja, sagen wir mal $50. Und dann kann er weiterfahren. Wegen Geschwindigkeitsübertretung. Guti. Ja, da hätten wir es auch schon. Ja, der fährt natürlich hier echt ein bisschen komisch über den Hof. Wo auch immer der jetzt hin will, lassen wir ihn einfach mal ziehen, gell? Da jetzt der nächste Tag angebrochen ist, würde ich sagen, beenden wir das Ganze hier erstmal. Und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder.